Willkommen zurück bei 2D Zocken. Heute wieder mit einem Let's Play von Subnautica mit der lieben Lotte. Hallo. Hi. Es sind mehr Oh als Gott. gedacht. Warte mal. Das sind mehr als letzte Folge, glaube ich. Ja. Vielleicht respawnen die. Da ist jetzt auch mehr. Das sind viel mehr. Oder der Scan braucht halt länger. Verstehst du? Ja, aber das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, dass die kommen. Ja, dass er halt scannt und im Scan-Verfahren er immer mehr findet. Ja, das könnte schon sein, aber ich muss sagen, ich finde die Idee eigentlich ganz cool, wenn tatsächlich wieder welche zurückkommen. Dass eben das Gebiet nicht einfach dann rar ist und man immer, immer viel weiter weg muss. Ja. Also, wie ihr schon gesehen habt, wer jetzt erst diese Folge einschaltet, nee. Mein Fehler, wer diese Folge erst einschaltet, hat alle davor zu gucken. Mein Fehler. Mein Fehler. Ja, habt ihr eine Frage? Schaut die letzte Folge oder die davor. Oder die davor. Was ich sagen wollte, um den Satz nicht halb fertig im Raum stehen zu lassen. Wir haben jetzt den Scannerraum. Und jetzt will ich auf große Reise gehen und ich würde mir gern jetzt mal eine Kalksteinablagerung anschauen. Wie genau die Scan-Daten sind, ob das Okay. ein Gebiet ist, wo das ist, was ich nicht glaube. Oder wir sehen hier auch gar nicht, wie weit das weg ist, ne? Wir müssen erraten, welches die nächste. Ja, das stimmt. Wir haben keine Meteranzeige, aber die sind schon super nah hier, ne? Und es ist auch super genau. Also genauer kriegen wir das nicht. Das ist schon richtig cool. Das ist super geil, wenn wir wieder genau eine Zutat brauchen, die uns fehlt für was super Geniales. Schau, es werden immer mehr. Dann schmeißen wir den Scanner an. Es werden immer mehr. Ich glaube ja wirklich, dass der Scan, weil wenn der Scanner an ist, ne, wenn ich sag, Ja. dann kriegen wir weniger Energie zurück, als wenn ich sage aus. Ja, ergibt ja auch Sinn. Ja, weil er halt dauernd scannt. Ja. Und vielleicht findet er eben mehr. Könnte sein. Kann beides sein. Ich Ja, glaube, wir früher wissen oder es nicht. später finden wir das raus. Wir wissen es nicht Gerade richtig. bei den selteneren So. Sachen. Und zwar will ich, dass er uns jetzt ein paar Wracks findet. Ja. So. Jetzt schauen wir mal. Ein Wrack hat er schon gefunden. Genau, das hatten wir letzte Folge schon. Ich wollte gerade gestern sagen. Für euch ist es gestern, für uns ist es gerade eben. Das kann sogar das hier sein, ne? Ja, das könnte sein. Naja. Dann, was können wir noch machen? Haben wir den nicht schon? So, was haben wir jetzt hier drin? Ja, das Reichweite-Modul. Was geht noch? Beschleunigungsmodul. Arbeitsgeschwindigkeit, siehst du? Okay, das unterstützt deine Theorie. Dass er dann halt mehr findet, weil jetzt hat er hier auch noch einen Wrack. Oh, wie geil! Und hier auch. Oh, wie geil! Okay, ja, dann hast du vollkommen recht gehabt. Und dann finde ich, wie sollten wir das bauen? Und ich bin froh, dass es so ist. Denn klar, Kalkstein wird wahrscheinlich auch respawnen. Ich bin aber froh, dass es damit nichts zu tun hat. Ich bin froh, dass du wartest und dann kriegst du mehr, weil ich hatte halt einen Wrack hier gesehen, ne? Ja, Und das wäre ein bisschen wenig das wäre gewesen. schade gewesen. Ja. So. Oh, das gefällt mir so gut. Und vielleicht, wenn wir das vorher gebaut hätten, hätten wir die ganzen Erweiterungen jetzt noch gar nicht machen können. Ich glaube, es ist einfach eine super gute Zeit, in der wir das jetzt gerade bauen, Ja. weil wir die Sachen einfach schon ready haben. Ja, dann hätte ich gesagt, wir können ja hier auch schauen, welche die nächste ist. Pass auf, Ja. weißt du, was Also wir. von hier aus ist die hier die nächste. Ja, aber weißt du, was wir da zusätzlich noch machen? Wenn wir jetzt rausgehen, schalten wir. Ja. Oh Gott, ja. Wenn wir jetzt rausgehen, schalten wir die Signale an, die wir haben von den Kapseln. Damit wir nichts doppelt machen, weißt du? Wenn es dann die gleiche Richtung ist, dann können wir ja. Höchstwahrscheinlich ist es dann auch dieses Wrack, ne? Weil der wird uns ja nicht nur scannen, was wir schon gesehen haben. Das wird er ja nicht rausfiltern können. Der wird einfach jedes Wrack nehmen. Problematisch ist jetzt folgendes, dass wir immer noch Energie verlieren, solange der läuft, Ja. weil wir jetzt ja, schneller scannen, größere Bereiche. Sollen wir das Modul wieder rausnehmen? Weil dann Nee, können wir es ich würde anlassen. fast sagen, wir schauen mal, wir können doch den hier bauen. Aber ich weiß nicht, was wir dann da reinwerfen müssen. Ja, nix. Aber da steht kompostiert organisches Ja, Material. soll er halt machen.
Ja, aber wir das können's saugt ja. doch von außen an. Das ist doch wie, also ich stell's mir so vor wie das Ding. Das saugt ja auch Wasser von außen an, Salzwasser. Ach so. Und kriegt dann da Energie raus. Ja, das wäre cool. Ja, wir können's, vor allem können wir es uns ja einfach angucken. Ne? Was kostet die Welt? Wir haben die Sachen wahrscheinlich eh da. Bis auf Schmierstoff wahrscheinlich. Okay, wir brauchen einen Kabelsatz. Ich glaube, das ist das Problematischste. Nee. Was war's? Zwei Silbererz. Ja, easy. Das passt. Okay. Weißt nur, dass wir auch über Nacht Energie halten, weil die Solardinger ja nur tagsüber... Absolut, wir brauchen absolut Energie. Jetzt allerdings schafft das auch schon so wieder hoch. Vielleicht ist er fertig mit Scannen? Hat alle Wracks? Man weiß es halt nicht. Könnte auch sein. Man weiß es halt nicht. Ja, ich würde es jetzt trotzdem gerne mal ganz kurz testen. Na klar, na klar. Schmierstoff, Titan. Schmierstoff hole ich, Titan habe ich. Alles Beauty. Also genau. Das kostet ja auch nichts, ne? Wir brauchen auch nur noch eins und kurz Schmierstoff hole ich mir kurz. Schlingpflanzen raus und dann haben wir es schon. Ich bin ja ein bisschen gespannt auf den Reaktor. Warum ist denn die Kamera da drüben? Vielleicht musst du das machen zum die Scannen. Die muss da rumfliegen. Jetzt check ich das. Die fliegt rum und scannt und deswegen gibt es auch eine Beschleunigung. Deswegen können wir die auch nachbauen, falls irgend so ein Pirscher uns die kaputt macht. Ah, okay. Wie geil. So, keine Zeit verlieren. Schmeiß uns kurz den... War es ein Reaktor? Bio-Reaktor, ne? Ja. Ja, ohne Mist. Wie viele Batterien haben wir noch im Inventar? Sind die beide noch voll? Ja. Ja, lässig. Dann brauchen wir damit nicht sparen. Wie süß das aussieht, wenn du mit dem Gleiter in der Hand so rumtappst. Schmierstoff wollte ich, genau. Gerade vergessen, was ich wollte. Das kann passieren. Das ist nicht schlimm. Wir müssen dann auch was essen danach. Oh. Oh, okay. Wollen wir den hier reinbauen? Schaffst du es noch dran vorbei? Schaut gut aus, ja. Okay, können wir ja auch später dekonstruieren und in den freien Raum. Und für jetzt passt. A reliable power source is a critical step towards self-sufficiency. 725. Was? Oben die Energie. Wow. So. Inaktiv. Wir müssen echt was reinbasteln. Leg mal eine Melone rein. Oder so ein Pilz. Also ein fertiger Pilz. Verfault. Oder eine Melone. Ja, genau. Verfault ist doch das, was der will, oder? Ich glaube schon. Jupp. Und die Energie geht hoch. Okay. Jetzt ist halt die Frage, sehen wir irgendeine Information, wie lange der, wie viel der jetzt damit schafft? Können wir es reinlegen. Okay. Alles passt hier neben dem Beet. Ja. Oder? Ah, die ist dann komplett weg, oder? Nee, nur eins. Jetzt haben wir das hier. Ja, geil, das können wir auch gleich mal essen, wir haben echt Hunger. Wirf das mal nicht alles da rein. Genau. Aber staubt nicht, dass er dann weg ist. Ja, dann können wir doch einen wieder nachpflanzen. Ach ja, genau. Wir haben den ja direkt. Okay. Oh, wie praktisch das Boah, ist, das dass gefällt du jetzt mir nicht schon. Mehr Fische fangen musst. Das und ist genau so cool. Neben dem Bioreaktor das Ding. Und jetzt geht die Energie hoch. Also ist schon cool gemacht, das Spiel. Absolut. So, du wolltest jetzt gerne alle Signale anhaben. Ja. Also natürlich nicht die ganze Zeit. Ja, nee, nicht unsere Bojen. Außer beim Wrack. Sonst aus.
Also heißer Ofen kann auch noch aus. Wo ist das? Ja. Ja, aber diese Signale von den Bojen, ach Quatsch, von den Rettungskapseln. Das hier könnte das sein? Ja. Das hier ist frei. Das hier ist frei, das hier ist frei. Das könnte das sein. Okay, dann dreh dich mal bitte einmal noch außen drum, dass wir... Sind da keine mehr? Nö. Sind alles so in der Richtung. Ach, okay. Ja gut, alles so wahrscheinlich in Richtung Aurora. Hm? Okay, dann suchen... Lass uns mal eins aussuchen. Das da. Dieses? Darf ich das haben? Absolut. Dann lass uns mal rausgehen, dass wir so ein bisschen die Richtung checken. Okay, zwischen diesen zwei Pflanzen und das ist irgendwo zwischen Westen und Südwesten. Ich hab das doch ständig auf dem Schirm. Ja, nur wir müssen es ja einordnen können, weil wir die anderen können wir jetzt wieder ausmachen, die Signale. Ja. Weißt du, ich glaube, das irritiert nur, wenn wir schnell reagieren müssen oder so. So, das würde ich tatsächlich anlassen, ne? Okay. Haben wir alles dabei, was wir dabei haben wollen? Ja, sehr gut. Im Kaffee könntest du noch trinken. Habe ich den dabei? Ja. So. Dann. Hier unten ist ein Wrack. Wo ist denn die Seemotte? Hallo? Hallo? Ah. Haben wir die ausgemacht? Ups. Ja, ich habe alles ausgemacht. Nee, ist an. Ah, komisch. Vielleicht war es zu nah oder hat sich überschnitten. Okay, aber das war jetzt das andere. Ich frage mich nur, was das hier sein soll. Okay, das scheint woanders zu sein. Ich glaube, das ist einfach tief. Und das würde ich dann tatsächlich jetzt doch nicht machen, wegen der Seemotte. Bin jetzt mal gespannt, was da auf uns zukommt. Oh, ich auch. Wahrscheinlich will man jetzt genau ins tote Land rein und verlieren noch eine Lotte. Aber wir haben einen Scannerraum. Ja. Jupp, hier ist wirklich ein Wrack. Ach cool, und das ist es dann auch schon. Ja super, dann schauen wir doch mal kurz, ob wir schon alles gescannt haben. Und wenn ja, dann können wir gleich zum nächsten Tigern. Die Frage ist ja, die werden uns das wahrscheinlich nicht vom Radar wegnehmen, dass wir das schon geklärt haben. Nee, ich denke auch nicht. Ich nehme an, hier können wir halt jedes Mal, wenn wir zum Beispiel Titan brauchen, kurz her, weil hier liegt überall Metallschrott rum. Ja. Naja, guter Punkt. Verkaufsautomat. Nein, wie geil. Snacks. Wie cool. Okay. Der wird sofort gebaut, wenn wir da zu Hause sind. Der wird gestellt, ja. Ja. Neben die Topfpflanze. Also wir haben Schlafzimmer, wir sollten uns echt noch irgendwann mal überlegen, ob wir uns ein Wohnzimmer, so ein dediziertes, dazu bauen wollen. Ja, also genug Andockluken haben wir ja jetzt gebaut. Also waren wir hier noch nicht? Ja. Dass da echt so Kameraaugen rausfliegen und den ganzen, diese ganzen Details hätten die sich ja echt nicht geben müssen, ne? Die Spielehersteller. Nee, das ist schon echt geil. Irgendwie, ich habe das Gefühl, so alle paar Folgen sitzen wir hier und sagen irgendwie immer wieder, hätte das Spiel gar nicht gebraucht. Super geil, dass es das trotzdem hat. Also ich bin immer wieder überrascht, was Subnautica mitliefert. Wahnsinn. Ich denke einfach, das ist eines der Positivbeispiele, wie Early Access laufen kann. Blaues Kreaturen. Oh, wie hübsch das war. Das haben wir noch nicht. Schön. Ich will endlich, wir brauchen diesen Zuchtbehälter, verdammt. Wie positiv Early Access laufen kann und was es einem das Spiel bringt. Und zwar selbstverständlich, dass du über eine ganz, ganz lange Zeit, weil die Gehälter sind gesichert, die Leute können das Spiel schon mal kaufen, mehr Zeit hast, das Spiel zu polischen und neue Sachen reinzubringen. Das so soll Early Access aussehen. Ich hätte gesagt, wir können jetzt fast mal noch eins. Ja, bitte. So? Ja, vor allem sehen wir das nicht sogar schon da? Oh. Könnte sein, ne? Dann waren wir hier aber schon bestimmt. Oh, krass. Ja, ich glaube, das ist das, in das wir versucht haben, reinzukommen.
Vielleicht haben wir was übersehen. Das haben wir nur mit der Motte noch nicht angeleuchtet. Deswegen sieht es jetzt ein bisschen anders aus. Vielleicht haben wir noch irgendwas übersehen, wie zum Beispiel Zuchtbehälter. Ja, okay. Ist genehmigt. Flieg nochmal einmal rum. Und innen rein und alles, Hauptsache ich kriege einen Zuchtbehälter. Nee, innen rein ging leider nicht. Haben wir schon probiert gehabt. Ja. Ne? Vielleicht waren wir aber auch einfach nur ein bisschen zu jung. Noch zu klein. Vielleicht wissen wir jetzt mehr. Ja, ich glaube, wir wissen jetzt, dass wir einen Aufschneider brauchen. Aha, wahrscheinlich. Ein Scanner-ROM-Fragment haben wir liegen lassen. So. Bakterienwasserregister ist empfohlen, selbst scannen. Oh! Mach das mal! Oh nein! Oh, scheiße. Ja, was machen wir denn jetzt? Können wir eine Medikstation aufbauen? Um uns dann zu heilen? Ich habe noch nichts in der Richtung gesehen. Ich glaube ja, das könnte dieses Alien-Zeug sein. Der Piekser. Warum auch hier das in Quarantäne gehalten wird, ist ja, dass die von irgendeiner Seuche ausgehen. Ja. Und das könnte das halt sein. Oh Mann, gruselig. Ich will nicht infiziert sein. Ich will nicht, dass sich da was ausbreitet. Ja, ich glaube, er will auch nicht, dass er abgestürzt ist. Ist er aber. So. Ja, das bringt uns jetzt sehr viel weiter. Oh Mann. Egal. Ich muss noch mal an Flugkünsten arbeiten. Wir haben noch ein bisschen Reparatur, Werkzeug, Energie übrig. Was sonst jetzt? Noch ist das alles in Ordnung. Ich schau jetzt nur noch mal, vielleicht sehen wir irgendwo jetzt mit der Motte, haben wir neue Möglichkeiten. Ja. Oh Mann. Ich schau mal, was er will. Er will bestimmt aufgeschnitten werden. Nee. Stand doch früher mal da. Oder? Ja, ich weiß aber auch nicht. Also irgendwas muss da ja stehen. Kannst du irgendwas drücken? Kannst du irgendwas machen da? Oder ich gehe halt hier rein. Oder du gehst einfach da rein. Okay. Hier ist nichts. Ah, noch ein Raum. Okay, war da unten nichts? Hier, da? Oh. PDA? Nice. Batterieladestation. Ach, wie geil. Eins von zwei. Okay, nein. Aber vielleicht haben wir Glück. Oh, guck mal, ist da im Spind ein Bild von jemandem? Ja. Ach, guck mal, wie süß. Das sind Details. Da geht mir das Herz auf, ne? Was machst denn du da? Ich wollte das Bild mitnehmen, um ihr Andenken zu heiligen. Ah, okay. Was sonst? Und es ging nicht. Ich würde jetzt gerade nochmal Luft holen, dann nochmal hier rein. Wenn wir von der Batterieladestation das zweite Teil finden, wäre es ultra geil. Okay. Weil, weißt du schon. Dann los, raus. Absolut. Ja, sehe ich genauso wie du. Wäre schon cool. Okay, wir sind ja gar nicht so weit weg. Ich hatte jetzt gerade kurz ein bisschen Angst. Weil wir die letzten Male irgendwie immer so tief drin waren. Jetzt haben wir auch ein bisschen Licht. Bringt zwar nichts, aber der Wille war da. Ja! Ja! Nice! Jetzt können wir endlich die eine leere Batterie unter unserer Basis mitnehmen. Alter Schwede, so, jetzt sind wir aber. Ich sag dir dann Bescheid. Ja. Ich muss auch wieder rausfinden. Ja. Ich weiß nicht, wo oben und unten ist. Das macht's nicht so einfach. Ich glaube aber an dich. Dieses Spiel macht einfach Spaß, ohne Mist.
krass. Vor allem, wie wir hier beide gerade so sitzen, mit total schief im Kopf. Ja, das ist ja auch alles komisch. Automatisch den Kopf mitdreht. Anatomisch komisch. Was soll denn das hier? Sieht aus wie so ein Fisch, ne? Zum an die Wand hängen. So einer, ja, der singt oder so. Boah, das wäre so cool. Das wäre mega. Aber wir können es leider nicht mitnehmen. Ich begebe mich jetzt langsam mal wieder auf den Weg nach draußen. Ja, wir tun auch so, als hätte ich Bescheid gesagt. Genau das tun wir. Nee, jetzt, jetzt. 30 Sekunden. Sehr gut. Okay, das war ja schon mal äußerst erfolgreich. Nochmal rein? Oder glaubst du, wir haben alles? Ich glaube, wir haben alles. Gut. So, es ist einfach mega cool. Was ist das? Ja, wir haben jetzt die Signale ausgemacht. Und das könnte natürlich jetzt auch eine sein, die wir schon kennen. Es könnte aber auch eine sein, die wir noch nicht kennen. 17 hatten wir, glaube ich, schon, ja. Oh ja, an die 17 erinnere ich mich. Ja, ja, ja. Ich finde es so geil, wie die Motte immer da stehen bleibt und das leuchtet. Ding beleuchtet. Mega. Klasse. Sau gut, wie schaut es denn energiemäßig aus eigentlich? Haben wir jetzt schon lange nicht mehr so... Motte? Die ist ja frisch. Ach, ist ja, ja, stimmt, wir haben sie neu gebraucht. Haben wir eine Energiezelle dabei? Die haben wir, glaube ich, in die Motte verbaut, ne? Ich glaube, ja, wir hatten eine. Wo ist denn die? Ne, die haben wir verbaut, als wir die neue Seemotte gebaut haben, fürchte ich. Ah, das ist sehr gut möglich. Ah, jetzt können wir Batterien laden. Das ist ja ultra cool. So, machen wir noch einen Frack. Ja. Ein Wrack. Das? Okay. Das ist cool, weil dann können wir auch irgendwo anders, wo es uns gefällt. Stell dir mal vor, bauen wir einen Scannerraum komplett autark hin. Ja. Und fangen dann irgendwann an, so eine Second Base aufzubauen. Ja. Oh, da freue ich mich ja sowieso drauf. Das ist zwar noch so ein bisschen Zukunftsdenken. Ach, wir haben schon ganz schön viele Materialien. Schön. Wir könnten eigentlich rein theoretisch das machen. Ja, ich glaube nur noch nicht, dass es so sinnvoll ist. Wow, hier waren wir noch nicht. Nein, hier waren wir noch nicht. Sagen, Licht ab und okay. Ach nein, wie geil! Wie das einfach so den Eingang von der Höhle markiert. Ja. Okay. Ach, Schlingpflanze. Ich glaube, wir müssen hier aber trotzdem irgendwie reinkommen, oder? Boah, lass das Ding in Ruhe. Ich glaube, der spinnt. Hau ab! Ich mein's ernst. Okay, Mann. Erfolgreich in die Flucht geschlagen. Ja, wollen wir mal in die Höhle kurz schauen, wenn wir da schon nicht reinkommen? Ich glaube, wir kommen da schon rein. Meinst du? Ja, dann gucken wir nochmal. Oben wegschießen oder so. Oh, das wird so cool. Wobei ich habe ja ein bisschen Angst, ehrlich gesagt, dir Torpedos in die Hand zu geben. Was meinst du damit? Ich glaube, das könnte sehr actionreich, naja, werden. Jeder, der mir blöd kommt, kriegt ein Torpedo. Ja. Und jeder, der mir blöd werden könnte, vielleicht schon mal provisorisch. Genau. Könnte sein. Aber im Endeffekt habe ich dich dann verteidigt, ohne dass du es siehst. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Guck mal, da können wir, glaube ich, auch was reparieren. Oh, hatten wir schon. Reparaturi. Ach, ist das schön. Oh, das gefällt mir so gut. Also, ich bin echter Fan von diesem... Scannerraum und dass man jetzt auch wirklich Wracks sich holen kann, dass man später im Spiel Wracks wiederum findet, weil ich bin ja langsam der festen Überzeugung, dass hier alles random generiert ist und keine Energie von Scanner. Flip aus. Okay, was können wir machen? Wir haben noch Batterien dabei, oder? Können wir eine Batterie reinpacken? Nee.
bitte unten stehen? Doch. Oh. Lotte rettet den Tag. Ja. Wie immer. Oh. Wie immer. Wie immer. Oh, gut gesehen. Ich habe gar nicht mehr auf unsere niederen Bedürfnisse geachtet. So. Ah ja, dann müssen wir fast noch mal rein, hätte ich gesagt. Wir haben ja erst die Tür repariert. Ja. Und konnten jetzt noch gar nicht die Ergebnisse unserer Mühen rausfinden. Hier gehen wir raus zu scannen. Sehr gerne nehme ich das mit. Fragmentmobil habe ich. Ja, aber ich scanne es weg, dass es nicht mehr da liegt. Dass ich da nochmal drüber stolper. Okay, das ist eine Taktik. Ja, damit komme ich klar. No Signal. Ja gut, ich denke, der Raum war es halt, ne? Ach, weiter können wir nicht. Die anderen Türen sind zu, ne? Ja, und komplett ohne irgendeine Nachricht, dass wir es aufschneiden könnten. Okay. Deswegen glaube ich halt einfach, dass wir hier rein konnten. Hier waren jetzt nochmal zwei random generierte Baupläne. Ergibt Teile. Auch Sinn, denn das Teil liegt ja dort unten auf dem Grund. Ja, außerdem, wenn halt so viele da vor sind oder irgendwas, das ist ja auch kaputt. Ja, dass dann nicht jede Tür einwandfrei aufgeht. Doch nee, und vor allem, also erwarten. Die Tür führt quasi, kann ja gar nicht weitergehen, weil das ja auf dem Boden liegt. Ne, was soll da sein? Das ja. Wrackteil ist ja dann da auch einfach zu Ende, denke ich jetzt mal. Okay, dann hätte ich gesagt. Raus mit dir. Zurück zur Basis, ha? Inventar ist voll. Oh, echt? Mhm. Na gut, dann auf zurück. Wollten wir irgendwas bauen? Irgendwas Cooles? Ja, Batterie. Ach, die Aufladestation. Okay. Also mir gefällt das schon, bin ich ehrlich. Ich finde das... Und alles so in der Nähe, die Wracks, die hätten wir nie gefunden. Wie denn auch? Ja, vor allem, weil wir halt, selbst wenn wir hier schon waren... Ich hab übrigens festgestellt, dass man das gar nicht so hört in der Aufnahme. Nicht? Das bedeutet, dass wir einfach random das Kichern anfangen, wenn wir in der Seelotte sitzen. Ihr müsst euch vorstellen, die Fische platschen ans Fenster. Ja, ganz, ganz leicht. So ganz, also wenn man es weiß, dann hört man es. Schauen wir unser botanischer Karten dadurch. Oh, wie nice. Hallo zu Hause. Ich lasse es hier stehen, dass unsere Blümchen immer Licht haben. Ja, dass wir schon geblendet werden von außen. Ich hab's nicht gemeint. So, was wir jetzt machen ist, hier war doch irgendwo eine leere, schwimmende Batterie, oder? Und das schon 100 Jahre lang. Ja. Yep. Armes Mäuschen. Schnell rein. Nach Hause. Da, Hause. Oh, mir fällt gerade was ein. Ja. Ja, den Snackautomaten. Snackautomaten? Ja. Es wird ja immer verrückter. Oh, schau mal, das brodelt immer noch. Wir sind oben auf 650 Energie. Geil. Sau geil. So, verfaulte Melonen doch noch. Wie schön, dass wir mittlerweile können wir hier so richtig viel verwerten und die Batterien aufladen, Energiezellen aufladen. Hm. Die auch verdorbene Fische können wir bestimmt jetzt in dieses Ding da reinwerfen. Alles. Richtig, richtig cool. Und Sachen verderben lassen, finde ich jetzt, ist kein Problem. Was macht denn das Schrott? Ist auch nochmal so eine kleine Verstärkung, denke okay, ich. Okay, alles klar. Ich würde mich dann auch... Kabelsatz, Kupferdraht. Den mache ich okay. Kurz, ja? Ja, bitte. Und dann bitte den Snackautomaten und zwischendrin bitte nochmal einen Selbstscan. Ich wüsste gerne, ob sich da was verändert hat. Ich glaube es nicht. Aber ja, gern. Silbererz. Ich brauche nochmal Silber. Nicht, dass uns jetzt das Silber hier ausgeht, ne? Ja, dann gucken wir mal, ob unser Scanner uns Silber scannen kann. Ach Quatsch, unser Scanner. Ich meine unsere... wie heißt es denn? Scannerraum, ja? Ja, genau. Ich weiß aber nicht, ob wir Silber eingeben konnten. Ich frage mich eh, warum wir da nicht alles scannern können. Ich hoffe, das wird noch mehr. Aber sonst so einfach wäre, eventuell. Ja, aber das muss ja auch irgendwo Sinn ergeben. Tut's. Ja, und deswegen werden random 12 Sachen ausgesucht. Nö, ja, vom Entwickler vielleicht. Vielleicht hat sich der Entwickler ja ausgedacht. Die 12 Dinge, die er für darfst du holen. Den Rest suchst du bitte selber.
Ja, aber wenn, so nee, also wenn noch 12 Sachen bleiben, dann verstehe ich auch nicht, warum wir dafür einen Raum brauchen. Ich glaube, da geht noch mehr. Ich nicht. Du glaubst aber auch gerade fest dran, wenn du nur lang genug suchst, findest du auch noch ein Silber, ne? Das ist zum Kotzen. Ach, so ist es halt. Jetzt schauen wir genau, schauen wir doch mal ab, wie Silber... weit die Augen schon weggefahren sind. Krass. Holen wir mal zurück. Ja. So. Titan, Sandstein, Quarz. Schade. Was, ein Fragment? Ah. Das, was wir bei den Fracks wollten. Ach, wie lustig. Das, was wir eigentlich wollten. Ach, herrlich. Aber hier können wir ja nur zwei Erweiterungen freischalten. Und hier gehen aber 4 Erweiterungen rein in den Raum. Wie, wir können nur 2 Erweiterungen freischalten? Was meinst Bauen, du? Beschleuniger. Ah, okay. Und Reichweite. Ja. Und die gehen aber 4 rein. Ich glaube, dass man einfach von mehrere von einem machen kann. Habe ich mir gedacht. Es könnte aber auch sein, was du jetzt wahrscheinlich sagen wolltest, dass wir das nochmal aufwerten können. Mhm. Das wäre ja cool. Weil ich möchte ja, wie gesagt, noch mehr Items. Okay, die Energie, die können wir jetzt nicht bauen. Aber vielleicht können wir da den da bauen. Glas-Titan. Oh, ja. Ja. Ja, ja, ja. Verkauf. Wenn ich das Ding wirklich kaufen muss da drin, flipp ich aus, ja? Ja, aber dann kannst du dir das Geld ja auch gleich wieder selber rausholen. Und vor allem mit was überhaupt? Wir haben ja gar keine Währung hier. Oder vielleicht mit Gold. Und dann hast du endlich recht, dass wir dieses verdammte Gold... Ich hatte schon recht. Haben wir schon so oft gebraucht. Doch, da will ich ihn aber hinhaben. Da war doch gerade kurz grün. Ja, finde ich schön. Oder noch ein bisschen... Ja, doch. Da finde ich gut. Geil. Du willst mir doch nicht erzählen, dass wir jetzt irgendwie die ganze Zeit Fische fangen müssen, wie so Atzen, und die dann irgendwie verkochen, ohne Gewürze und sonst irgendwas bis jetzt. Und keine Ahnung, und nur das als Essen haben konnten, bis wir jetzt halt auch Melonen und sonst irgendwas gefunden haben. Und jetzt schafft es die Maschine, uns ernsthaft Popcorn zu machen? Nee. Und Chips? Chips. Die hat Energie unten. Ja. Ich dachte, die geht unendlich. Ah, das ist nicht. Das ist unser Bauding. Kriegen wir unendlich Chips? Ja. Sieht mir so aus. Aber die, gut, die ziehen Wasser ab. Und bringen echt wenig Nahrung. Das ist echt nur ein Gimmick, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Es könnte auch sein, dass die Mutti sich demnächst wieder meldet und sagt, hört auf, euch so ungesund zu ernähren. Mehr schwimmen. Wir sind nur noch in der Seemotte unterwegs, ja. Mehr Sport, weniger Chips. Ah, nur noch 3. Also du willst mir doch nicht erzählen, dass wir 600 Energie aus so einer doofen Melone bekommen. Das ist ja geil. Das ist ein Mega-Bioreaktor. Geil. Der Bioreaktor hat richtig ab. Ich glaube ja, dass dieser Knollenbaum sich total goldig und der Größe unseres Dings angepasst hat. Der ist nämlich nicht mehr größer geworden. Wie nett von ihm. Ich glaube, die werden größer, wenn wir sie draußen pflanzen. Ist mit echten Pflanzen nicht auch so? Wenn die keinen Platz mehr haben, wachsen sie halt zur Seite weg oder so? Ja, zur Seite weg sieht dann irgendwann aber total scheiße aus. Aber der, wächst da ja wunderbar. So, das soll es mal für diese Folge gewesen sein. Nächste Folge würde ich sagen, wir begeben uns auf Suche nach Silbererz. Denn warum ich so unbedingt diese Batterieaufladegeschichte will. Wir haben hier ein Reparaturwerkzeug, das bald leer ist. Wir haben ein Konstruktionswerkzeug, das bald leer ist. Der Scanner ist erst neu aufgefüllt, aber wir brauchen eigentlich für alles Batterien. Tatsache. Und wenn wir die dann alle laden können. Und für den Seegleiter. Haben wir dann wirklich weniger Stress. Das ist sau cool. Vor allem, weil wir dann nicht immer wieder neu produzieren müssen. Richtig. Also, wir waren zwei, die zocken. Oh Mann, man sieht sich richtig. Aber viel Spaß beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und wir freuen uns auf euch. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Ciao. Tschüss.